Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Batman Arkham City mit mir und Robin. In weiterhin perfektem Look, ja. Ich habe jetzt mal nochmal die Aufnahme überprüft. Sieht soweit gut aus. Ab und zu gab es noch ein paar Lags. Das, wie gesagt, das bitte ich um Entschuldigung, weil momentan halt einfach das nicht besser möglich ist wegen der Grafikkarte. So, wir waren jetzt hier unten und wollten den letzten Störsender zerlegen. Stimmt ja, wir können ja momentan hier nicht zugreifen im Gebiet auf die ganze Hacking-Scheiße wegen den Störsendern. Gehen wir mal rein. Puh. Soweit läuft auch hier alles. Sound ist da, das ist da und die Aufnahme läuft. Geil, ich bin einfach mehr als zufrieden. Da reise ich erstmal vor Freude das Ding hier aus den Ankern. Ich habe wieder einen Stubenaufstieg. Ich finde es schön, wie ich es immer gerne so ignoriere da oben. Free Flow Power Ausrüstung. Was ist denn das? Was? Wenn du einen gezielten Free Flow Modus Schnellkampf-Ausrüstungsgegenstände einsetzt, erhöht diese. Okay. Warte noch nicht, weil ich habe das noch nicht, glaube ich. Machen wir mal das, würde ich sagen. Zerlegen wir einfach dann die Waffen hin, wenn wir sie in die Finger bekommen. Schön Altmetall produzieren. Hier hört sich wieder alles an wie so ein Horrorgame. Finde ich ja absolut toll. Absolut Fan von. Und in nächster Zeit machen wir jetzt mal. Machen wir mal jetzt auch die Ausrüstung, weil wir haben oben einfach nur unseren Standardleben und das können wir auch mal ein bisschen aufpeppen. Da läuft jemand. Ich finde es halt so geil, wie die immer wie so Geister laufen. Wenn ihr da genau hinguckt, das ist einfach wie so ein Balken, der sich so hinher bewegt. Da oben, der weiß auch. Der da hat wieder dann so, das ist die Animation drin, aber die, die weiter weg sind. Ich sag euch, Leute, das sind alles Geister. Das wollte ich nicht. Kann ich bestimmt weiter. Ja, weil. Wo geht's denn hier hin? Ah, nice. Da bin ich froh, dass ich diese Bane-Tanks da mit aufgenommen habe, weil dann können wir die jetzt nämlich schon zerstören. Ich wusste nicht, dass es hier unten in dem Untergrund ist. Hat's ja gelohnt, ne? Hätte ich auch laufen können, das Stück. Wo ist es? Ah, da. Doch so weit weg. Wusch. Und rüber. Und ein. Unmöglich. Denn ich bin es. Denn ich bin es. Er sieht groß aus, oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Wie kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon. Solomon. Bam. Ups. Oh komm. So. Hier, zack, zack. Und er ist durch. Wuh. Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Habt ihr es gehört? Ah, wunderbar. Wollte, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen? Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker. Oben zwei. Oben zwei, unten drei. Nein, ich habe keine Angst. Er ist ein Nichts. Ein Idiot in einem Kostüm. Ein Niemand. Hm. Damit ihr das Ding beschützt, enttäuscht mich nicht. Wenn Pinguin die Fledermaus will, kriegt er sie. Dann bekommt da, da, da. Nee, das will ich nicht. Ich würde gerne hier hoch. So bescheuert sich mit mir. Oh, okay. Warte mal, jetzt mal kurz mal Zusammenfassung. Zwei stehen da unten. Oben patrouillieren zwei. Hier unten einer. Den einen könnte ich vielleicht so wegnatzen. Jeder, der anderer Meinung ist, kann uns mal.
Aber ich glaube, ich schalte ihn lieber aus geräuschlos. Das hält mich aber auch schon wieder kritisch. Wenn der Unterbrecher nicht mehr funktioniert, kann Batman ohne weiteres in mein schönes Museum spazieren. Und falls das geschehen sollte, werde ich dafür sorgen, dass ihr alle seht, was ich mir unter der Eisberglaube verstecke. Ich will nicht derjenige sein, der Pinguin sagt, dass Batman entkommen ist. Der verfüttert mich an sein verdammtes Monster. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Ich habe diese Seite gesichert. Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. Okay. Lage ist, zwei sind da. Sie hatten recht. Ich habe einen gefunden. Zwei, vier. Ich habe mich nicht verzählt. Da ist der Stellsender. Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Alles klar. Easy. Hier rüber. Ich hab noch einen gefunden. Habe ich gerade richtig gesehen? Warte mal. Da kann ich rein. Was ist denn da unten drin? Warum? Egal. Das sind die beiden und da hinten noch einer. So. Dann würde er ja mal Hand anlegen. Ich finde dich. Hörst du mich? Ich finde dich. Den sehe ich. Der ist K.O. Hast du ihn gefunden? Da unten ist der eine. Wo ist der andere? Da, oh, beide da oben. Das heißt, der da ist mir. Der andere. Das kann doch nicht sein. Hier drüben liegt noch einer von uns. Und es war schön ist mit euch. Das ist nicht wie normale bewusstlose Körper reagieren. Nehmen wir mal kaputt, ne? Marsch kaputt. Bam! Ja. Wenn ich jetzt noch 8 Störsender mache, habe ich bald meinen Arm kaputt gemacht. Sieht der jetzt schon ramponiert aus. Da. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Und rein da. Schöne Sache. Was ist hier? Ah, hier, okay, hier kam ich her. Warte mal, muss ich eigentlich da hinten irgendwo wieder raus? Oder ist es jetzt hier irgendwie... Das habe ich gerade gesehen, das will ich noch schnell holen. Die Punkte lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Na komm. Danke. Kann ich hier raus? Da. Da sehe ich doch eine Tür, oder? Yes. So, meine Damen und Herren und Pinguin. Das kann ich noch nicht. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Aber ich kann das. Boah, nice. Achso, nicht nice. Ach toll. Nee, so rum.
Ah, ne, ist ein Hackerteil. Okay, sorry. So einfach hier rüberkommen ist nicht drin. Das heißt, wieder zurück. Also doch zurück. Also wieder doch denselben Weg wieder nach Hause. Oder? Ja. Ich habe noch nicht dieses komische Grappling Hook Ding. Zack. So, dann gehen wir mal. Hallo? Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Mhm, okay. Aber die Frage ist, okay, ich bin falsch gelaufen. Woher diesen Optimismus nimmt, dass er denkt, dass er noch innerhalb der nächsten 3 Stunden noch alleine laufen kann. Einfach nur eine Frage, die ich mir stelle. So. Elendiger Gang nach oben. Abgeschlossen. Da geht's hoch. Dann würde ich sagen... Oh Gott. Bitte, zieh deine! Ich hab die nicht gesehen. Hi. Oh, was ist denn hier los? Wo muss ich mal pinnen? Ich sehe nichts. Dahin. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Pinguin sagte, das sei unmöglich. Zack. Ist Batman also auf dem Weg hier? Was macht Batman hier? Ich bin gar nicht da. Was willst du eigentlich von mir? Bleib da oben, solange du willst. Ich trete dir trotzdem mit den Hintern. Oh, jetzt hast du mich getriggert. Haha. Tricked you, bitch. So, jetzt wird zerlegt. Die Kloppung wird eingeleitet. Ich habe noch den noch zwischendurch mir noch mal genommen. Ich habe kein Leben mehr. Du lass den Scheiß. Worauf wartest du noch, Batman? Nein. Nein. Ich wollte die krassen Tricks machen. Jetzt komm ran, Alter. Oh, das wäre nice gewesen, dann wäre der jetzt da drüber gejietet worden. Naja, die Faust regelt's auch. Ja. Hast du Schiss? Komm her und kämpfe! Na klar, später, tschüss. Ach, stressig. Willkommen am Heimat-Klinik-Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich... Ah.